Rapper Echo Fresh lässt es sich, wie man dank dieses Posts auf Facebook sieht, richtig gut gehen. Ich war heute tauchen. Liebe Grüße an euch von den Malediven, schreibt er seinen 637.000 Fans. Außerdem schickt er ihnen noch folgende Nachricht per Videobotschaft. So Leute, am 31. Januar beginnt die Tour. Und was soll ich sagen? Ich erwarte euch alle. Bis dahin werde ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Rennfahrer Nico Rosberg hat gerade ganz andere Probleme. Er beschwert sich via Facebook über seinen Jetlag. Seine 156.000 Fans zeigen Mitgefühl. Einige von ihnen kommentieren: Ich bewundere euch Fahrer sehr. Ihr reist rund um die Welt, immer andere Zeitzonen und dann die Superleistung. Oder I feel so sorry for you und armer Nico. Na, da wird er sicher ganz schnell wieder fit. Trennkost für Jay Kahn. Dieses Riesenschnitzel gab es für den Sänger im Borcherts in Berlin. Die Pommes habe ich übrigens nicht bestellt, schreibt er zu seiner Verteidigung. Bei dem appetitlichen Anblick bietet sich doch auch prompt ein weiblicher Fan an, mit ihm auch mal ein Schnitzel zu essen. Naja, ob's an dem lecker Schnitzel oder dann doch eher an dem lecker Jung liegt, bleibt offen. Mit den Worten, dat gibt et nur in Kölle, postet Willi Herren diese lustige Kölsch-Zapfsäule. Typisch Mann. Ein paar Stunden später wird sein Herz aber durch diese Lady erweicht. Gucci, der Hund meiner Prinzessin, schreibt er dazu auf Facebook. Sogar ein Lob kriegt seine Tochter noch. Er kommentiert, Alessia ist so stolz auf ihn und sie ist eine sehr gute Hundemama. Ganz schön fies. Da postet Schauspieler Elias M. Barek auf Instagram einfach zwei Bilder von seinen Kollegen. Von Wotan Wilke Möhring hat er dieses rausgesucht und schreibt dazu, Wotan guckt schlau. Und Tom Schilling hat's mit diesem Bild erwischt. Obwohl, Tom checkt das mit Instagram nicht so ganz. Na, dann ist ja gut. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Schauspieler Mustafa Alin, besser bekannt als Mesut aus der Erfolgsserie GZSZ, bekommt Besuch am Set von Fußballer İlkay Gündoğan. Einige seiner über 15.200 Fans mutmaßen wohl ganz richtig. Ach, hat er mal seine Freundin am Set besucht? War bei Sila zu Besuch? Da hat sich Sila bestimmt gefreut. Der Mittelfeldstürmer von Dortmund ist ja bekanntlich seit 7 Monaten mit der GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin liiert. Sänger Tim Bensko stellt seinen Fans via Instagram seinen neuen Lieblingsschuh vor. Geil, mega, sehr schön, heißt es von Seiten der Fans. Wer Tim die gleichen Turnschuhe nachkaufen möchte, Nike Air Max in Silber. Das sind nicht etwa zwei Tattoos auf Sarah Connors Körper. Diese beiden Hautbemalungen zieren Arm und Bein eines weiblichen Fans. Nun schreibt er, auf meinem Bauch fehlt nur noch eine Unterschrift von dir. Es wäre das ideale Weihnachtsgeschenk. Wow, das ist ein echter Fan. Die Sängerin kommentiert auf Facebook, Crazy Girl, love you. Und was es sonst noch gab. Wayne Carpendale grüßt seine Facebook-Fans mit seiner Frau Annemarie Carpendale im Hippie-Look. Peace. Moderator Tore Schölermann macht seinen Facebook-Fans dieses Buch schmackhaft. 111 Gründe, Köln zu lieben. Ein tolles Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinne, bis zum nächsten Update.